Ja, keine Angst. Ich werde jetzt heute nicht mehr so viel reden, sondern nur noch moderieren. Denn ich finde das immer schön, wenn man diejenigen Leute dabei hat, die zu den Themen, zu denen, auf die ich vorhin schon eingegangen bin, zu den Schwerpunktthemen, auch nochmal aus ihrer Perspektive, aus einer Fach- und Expertenperspektive nochmal das Ihrige beitragen können. Und wir fangen an mit gute Arbeit und soziale Sicherheit. Und dazu freue ich mich, dass ich zum einen hier bei uns heute Abend begrüßen kann einen jungen Gewerkschaftssekretär der IG Metall. Josh, komm doch einfach mal runter, Joshua Seeger. Und als zweites ein sehr gutes und bekanntes Gesicht hier bei uns im Kreis, unsere frühere Fraktionsvorsitzende und jetzige hauptamtliche Kreisbeigeordnete im Hochtaunuskreis, dort Sozialdezernentin Katrin Hechler. Schön, dass auch du da bist. Ja, ich fange mal mit dir, Josh, an. Die IG Metall, das ist ja nicht nur eine der größten Industriegewerkschaften, sondern ihr habt es ja auch mit einer Branche zu tun, die von den Herausforderungen, über die ich vorhin gesprochen habe, ja mit am stärksten betroffen ist. Vielleicht sagst du einfach mal, wie geht ihr denn insgesamt damit im Moment um? Wie antwortet ihr darauf? Ja, also wir sind gerade natürlich in einem riesigen Umbruch. Wir selbst als IG Metall nennen das Transformation der Industrie. Wir wissen alle, was es bedeutet. Das bedeutet, dass gerade insbesondere die Automobilindustrie vor enormen, ja, Herausforderungen steht. Die Elektromobilität steht an. Wir müssen grüner werden, aber nicht nur im Automobilbereich, auch im Stahlbereich, in vielen anderen Branchen, wo wir jetzt einfach schauen müssen, dass wir in die Industrie so umstellen, dass sie auch sozialverträglich, dass sie für die Kolleginnen und Kollegen so umgestellt wird, dass Arbeitsplätze erhalten bleiben. Und momentan sehen wir eben leider sehr oft das Gegenteil. Also ich nehme mal ein Beispiel jetzt auch aus der Geschäftsstelle Darmstadt, aus der ich komme. Wir betreuen Continental in Babenhausen. Und da werden gerade Continental bundesweit möchte da 13.000 Arbeitsplätze abbauen. In Babenhausen selbst sollte der Standort komplett geschlossen werden. Und das sind natürlich dann Hiobsbotschaften, mit denen wir umgehen müssen und wo wir auch ganz klar Kante zeigen. Und wir haben da Warnstreiks und bis zu 24-Stunden-Streiks eben hochgezogen, haben am Ende geschafft, dass der Standort erstmal erhalten bleibt bis 2028. Und das sind eben Situationen, in denen wir ganz klar sagen müssen, da bauen wir aber auch auf starke Partner in der Politik und die brauchen wir da auch. Und da möchte ich auch nochmal, du hast viel gesagt jetzt zum Thema Arbeitsmarkt, du hast viel gesagt, wo ich einfach unterschreiben kann, wo ich jetzt auch gar nicht mehr viel zu sagen muss zur Eindämmung prekärer Beschäftigung, zur Eindämmung von Befristungen, von Leiharbeit etc. pp. Aber wir müssen uns genau angucken, was jetzt gerade in dieser Transformationsphase, aber auch in der Corona-Krise passiert. Und das ist eben der Punkt, dass wir gerade sehen, dass Unternehmen zum einen unter dem Deckmantel der grünen Technologie, aber auch unter dem Deckmantel der Corona-Krise massiv Arbeitsplätze abbauen wollen, gleichzeitig massiv Kurzarbeitergeld, Krisenunterstützung einfordern und auch vom Staat bekommen und auf der anderen Seite, da aber die Gegenleistung teilweise fehlt. Also wenn ich mir anschaue, dass Lufthansa 10 Milliarden bekommen hat, damit Lufthansa überleben kann. Das ist übrigens der doppelte Aktienwert dieses Unternehmens. Und gleichzeitig keine Gegenforderung dazu gestellt wurde aus der Politik heraus. Und ich weiß auch, woran das gelegen hat, ne? Weil da ein Koalitionspartner sitzt, der CDU heißt. Aber das ist eine Politik, wo wir sagen müssen, das ist katastrophal. Wo ich mir sage auch, also entweder ich positioniere mich auf der einen Seite und sage, hier, wir machen jetzt irgendwie liberale Marktwirtschaft und dann muss das, ne, dann lasse ich das Unternehmen auch den Bach runtergehen. Oder ich setze mich für das Unternehmen ein und dann kriegen die auch ihr Geld. Aber dann muss ich doch dieses Einfallstor, was ich da habe, auch nutzen zur Demokratisierung der Wirtschaft. Und dann muss ich doch ganz klar sagen, wenn ich da 10 Milliarden reinpumpe, dann kann nicht am Ende dastehen, dass ich 10.000 Kolleginnen und Kollegen entlasse. Das darf nicht passieren. Und da muss ich ganz klar sagen, da ist die Politik auch gefordert, ganz klare Schranken zu ziehen.
Ja, vielen Dank, liebe Katrin. Ich habe vorhin sehr stark den prekären Bereich angesprochen und ich habe den Hartz-IV-Bereich angesprochen. Die Menschen, die in den Hartz-IV-Bereich abrutschen, egal aus welchen Gründen, und du hast damit ja direkt zu tun, das gehört zu deinem Verantwortungsbereich. Wo würdest du dir denn wünschen, dass sich auf der Bundespolitik etwas verändert, damit du mehr Handlungsmöglichkeiten hast als Sozialdezernentin, dass deine Jobcenter auch tatsächlich die Menschen mehr fördern können für genau das, was sie brauchen? Erstmal von mir ein herzliches Willkommen und danke, Sven, dass ich heute kommen durfte, weil es einfach total schön ist, mal wieder hier zu sein. Erstens mit Live-Musik, und zweitens einfach hier im Kreis Bergstraße zu sein. Und finde ich total schön, deshalb herzlichen Dank, dass ihr Wahlkampf macht. Und dann kann ich auch bei dem Thema gleich einfangen, weil ich finde, nach 30 Jahren, wo ich in der SPD bin, ist es das beste Bundestagsprogramm, was wir je hatten und worauf wir wieder richtig stolz sein können, wo es tierisch Spaß macht, auch Wahlkampf zu machen. Wir haben lange, viele von euch wissen es, gehadert mit Hartz IV, und das ist einfach eine Abkehr davon und ein Neuanfang mit einem richtig neuen Modell und mit dem Recht auf Arbeit. Und wenn ich das letzte Jahr zurückgucke, wie viele Menschen gezwungen waren, einen SGB-II-Antrag zu stellen, die nie im Leben damit gerechnet haben, jemals im Jobcenter in der Tür stehen zu müssen, die mit ihrem Schicksal hadern, die viel lieber arbeiten würden, da gehören auch viele Künstlerinnen dazu, da gehören Taxifahrer dazu, da gehören Menschen in der Gastronomie dazu, die ihr ganzes Lebenswerk gerade den Bach runtergehen sehen und tierische Angst haben und dann noch Anträge von 34 Seiten ausfüllen müssen und bestätigen müssen mit Kontoauszügen, alles, dass sie wirklich nichts Erspartes mehr haben. Das hat nichts mit Menschenwürde zu tun. Und das muss man so deutlich sagen, und das tut einem manchmal auch in der Seele weh. Deshalb ist das Recht auf Arbeit, was da jetzt drin steht, genau die richtige Antwort, weil wir Jobcenter, und das sage ich auch für all meine 100 Mitarbeiter, und das trifft viele, viele Jobcenter, würden viel lieber mit den Menschen gerne zusammenarbeiten und denen auch helfen, wirklich arbeiten, und viele davon wollen es auch. Es gibt sicherlich viele Ideen, wo man auch einen zweiten Arbeitsmarkt braucht, aber da ist viel, viel geschehen, und wo ich wirklich dankbar bin und wo es sich, glaube ich, doch gelohnt hat, in diese Koalition zu gehen, was leider viel zu wenig bekannt gemacht wird, dass wir die Grundrente haben. Also wir haben ja nicht nur Menschen mit diesen 30 Seiten Anträgen beschäftigt, die noch arbeiten wollen, sondern wir haben es ja auch mit der Rentnerin, die 90 ist, getan, die jedes Jahr den Antrag stellen musste, die jedes Jahr beweisen musste, dass sie nichts hat und unsere Hilfe braucht. Und das hat dann mit Menschenwürde und mit Respekt gar nichts mehr zu tun. Und dass wir es geschafft haben, hier eine Grundrente einzuführen, finde ich eines der größten Leistungen, die die SPD gebracht hat. Und ich sage euch eins, also der öffentliche Dienst ist auch nicht die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die das meiste Geld verdienen. Die haben es auch schwer, und bei uns im Taunus noch schwerer, weil die Mieten da nun wirklich viel Einkommen auffressen. Und wir haben viel zu tun, und wir wären alle beschäftigt genug, wenn wir die Grundrente nicht prüfen müssten. Das ist kein Spaß. Deshalb ist es richtig, hier eine komplette Umstellung zu machen, und nach der Grundrente finde ich auch das Recht auf Arbeit einzuführen. Wir sind dazu fähig, wir machen es auch gerne, uns zu öffnen als Bürgerzentren, und ich glaube, das ist der richtige und nächste Schritt. Ja, vielen Dank, Katrin. Josch, ich habe vorhin mal kurz ein Beispiel für längeres Arbeiten angesprochen, nämlich die Rente mit 68, die es mit uns nicht geben wird. Aber die Arbeitszeitdebatte, die wird ja auch in anderen Zusammenhängen diskutiert, und am liebsten hätten manche auch wieder, keine Ahnung, 48-Stunden-Woche und was weiß ich noch alles. Die IG Metall war immer Vorreiter, Arbeitszeit anders zu diskutieren. Und ihr habt da, glaube ich, in den letzten beiden Jahren wieder auch eine neue Kampagne gestartet, auch explizit, um auf neue Herausforderungen damit reagieren zu können. Vielleicht magst du dazu auch kurz was eingehen. Ja, sehr gerne. Ich würde nur noch mal kurz zur Rente was sagen wollen. Ich finde, zum einen ist der sicherste Weg zu einer guten Rente ist erstmal ein gesichertes Arbeitsverhältnis. Also am besten wäre eigentlich, wenn wir die Grundrente gar nicht bräuchten. Und da sind wir bei den Punkten, die du angesprochen hast, ne? Da sind wir dabei, dass Leiharbeit eigentlich verboten gehört und dass wir mal aktive Arbeitsmarktpolitik betreiben und eben nicht reaktive. Nicht erst, wenn der Skandal bei Tönnies hochzieht und dann sehen wir Leiharbeit, Das haben wir auch davor gewusst, ne? Also Leiharbeit abschaffen, genauso wie wir Befristungen abschaffen müssen. Es gibt eigentlich keinen Grund
für befristete Arbeitsstellen. Ne? Also wenn ich im Prinzip eine Stelle ausschreibe, dann kann ich gucken, dass ich die, dass ich entweder den Bedarf im Unternehmen habe, und wenn ich den nicht mehr habe, dann muss ich eben gucken, entweder wie ich das sozialverträglich, und da gibt es hohe Hürden, quasi erstmal bis ich zur Kündigung komme, das sozialverträglich irgendwie umschichte, wie ich mir ein neues Unternehmensmodell ausdenke oder wie ich Arbeitsplätze umschichte, sodass ich innovativ arbeiten kann. Aber es gibt keinen Grund, und wir haben uns viel zu sehr dafür daran gewöhnt, an Befristungen, an Kettenbefristungen, an Befristungsregeln, an irgendwelche komischen, es gibt 12 Grundsätze, wonach ich irgendwie dann befristen kann und wieder erneut befristen kann und Ketten befristen kann. So, wir haben uns daran gewöhnt, aber normal sollte es eigentlich nicht sein. Wir müssen zurückkommen zum Normalarbeitsverhältnis, und das bedeutet, ich habe einen unbefristeten Arbeitsvertrag, ich arbeite 35 Stunden die Woche in der Metall- und Elektroindustrie und ich habe ein gesichertes Einkommen, was nicht irgendwie aufgestockt werden muss, sondern womit ich am Ende auch eine Rente dann erzielen kann, die über irgendein Grundsicherungsniveau liegt, und das heißt, wir brauchen einen Mindestlohn, der mindestens 13 Euro hoch ist. Zur Frage der Arbeitszeitdebatte, da sind wir natürlich vorangegangen wir sind mit der 35-Stunden-Woche leider ja immer noch Vorreiter. Also es wäre schön, wenn wir quasi da irgendwo auch mal überholt werden würden oder auch vom Gesetzgeber sehr gerne mal. Ich würde sagen, wir sind lange, lange überfällig, dass wir mal über eine 30-Stunden-Woche diskutieren, weil wir tatsächlich, also wir haben ja, also eine Riesenproduktivität. Wir haben eine Riesenproduktivitätssteigerung in den letzten Jahren gehabt, und wir müssen uns auch einfach mal anschauen, wohin dann diese Produktivität und wohin diese Produktivitätsgewinne geflossen sind. Und da wissen wir ganz genau, dass die Milliardäre immer reicher geworden sind und dass die Armen ärmer geworden sind und dass die Mittelschicht stagniert hat. Und daran kann man was tun. Und das größte Umverteilungsinstrument, was wir haben, ist Arbeitszeit. Wenn ich bei gleichem Lohn die Arbeitszeit reduziere, habe ich eine massive Umverteilung von den Reichen, von den Unternehmen, von den Besitzenden zu der arbeitenden Klasse. Und das muss passieren. Und ich glaube, das wäre der richtige Weg. Wir sind da mit der IG Metall jetzt mit verschiedenen Arbeitszeitmodellen dran. Wir sind jetzt dabei, die Transformation so zu bewältigen, dass wir sagen, es kann nicht sein, dass quasi du sagst hier, ich habe hier Transformation und ich habe hier eine Umstellung meiner Industrie, deshalb entlasse ich die Leute, sondern wir sagen, dann machst du Arbeitszeitreduktion für eine 4-Tage-Woche ein und mach dann einen Teillohnausgleich. Das haben wir jetzt im neuen Tarifvertrag auch tatsächlich regeln können. Und wir haben es auch geschafft, für Beschäftigte, die eben besondere Herausforderungen haben, zum Beispiel Pflege, sei es Eltern oder sei es eben, also Pflege der Eltern, Großeltern oder sei es eben Pflege der Kinder, dass man dafür auch runtergehen kann auf bis zu 28 Stunden und da aber dann auch wieder zur Normalarbeitszeit zurückkehren kann. Und das sind Modelle, über die müssen wir nachdenken und die müssen auch in die Breite wirken. Und das auch gesetzlich zu unterstützen, ich glaube, das wäre der richtige Weg. Ja, Dankeschön. Ich glaube, du hast alle relevanten Punkte in genau dieser Frage Arbeitszeit angesprochen. Ich habe schon vor, weiß nicht, wie lange das her ist, das ist über 10 Jahre her, hatte mal ausgerechnet der Spiegel dargestellt, wenn man mal sich das gesamte Arbeitsvolumen anschaut von allen Beschäftigten und allen Erwerbsfähigen, dann käme man eigentlich tatsächlich auf 30 Stunden und wahrscheinlich wären es mittlerweile unter 30 Stunden, wenn es eben gerecht verteilt wäre. Ich habe vorhin den zweigeteilten Arbeitsmarkt oder die Spaltung angesprochen, wo wir viel Teilzeit mit dabei haben, wo wir Minijobs mit dabei haben, wo viele eigentlich dabei sind, viele Frauen mit dabei sind, die gerne länger arbeiten würden, aber dafür auch nicht die richtigen Jobs angeboten bekommen. Und ich glaube, das ist tatsächlich eine zentrale Frage, an die wir rangehen müssen. Katrin, Kindergrundsicherung, das ist auch ein schönes Thema, das in unserem neuen Sozialstaatskonzept auch mit eine Rolle spielt und, glaube ich, auch in deinen Bereich mit reingeht. Kannst du da vielleicht auch ein bisschen drauf eingehen? Gerne. Corona hat eins gezeigt, dass wir zurückgefallen sind und die Frauen die Doppelbelastung haben und Kinder immer noch eines der größten Armutsrisiken einer Familie sind. Und das ist ein Skandal. Also es kann nicht sein, dass in einem reichsten Land der Welt sich die Menschen entscheiden müssen, ob sie Kinder kriegen oder ob sie reich sein wollen.
Das geht einfach nicht. Und deshalb ist die Kindergrundsicherung, glaube ich, die einzige adäquate Antwort darauf, dass Kinder, egal wie sie, in welchen Familien sie groß werden, eine Chance haben auf eine gute Bildung, eine gute Grundausstattung und vor allen Dingen nicht die Frauen, und es sind immer noch ganz, ganz stark die Frauen, wirklich dann das Armutsrisiko haben. Weil diese Klappe von 20%, die du vorhin angesprochen hast, die ist ja noch viel, viel, viel größer, wenn Frauen Kinder haben. Also insbesondere, wenn sie mehr als ein Kind haben. Und das ist dann sind wir nicht bei, da sind es maximal 60% vom Durchschnittseinkommen, wo die haben. Und das ist heute, dass wir heute noch junge Frauen vor die Frage stellen, wollt ihr Kinder oder wollt ihr ein adäquates Einkommen haben? Wollt ihr Armutsrisiko und Altersarmut haben oder wollt ihr Geld verdienen? Und Altersarmut bedeutet Kinder kriegen. Das kann es nicht sein. Und das ist aber leider Gottes so. Und Corona hat uns nochmal massiv zurückgeworfen als Frauen. Deshalb, jetzt komme ich wieder zu dem, was du vorhin gesagt hast, brauchen wir auch eine andere Arbeitszeit. Weil es ist ja nicht so, dass die jungen Männer wollen, dass ihre Frauen, ihre Lebensgefährtin in Armutsrisiko gehen oder keine Familie wollen. Sondern die wollen ja eigentlich auch was von ihren Kindern haben. Es ist dieser verrückte Arbeitsmarkt, der immer noch unterscheidet und die einen müssen Überstunden anmachen und die anderen kriegen geringfügige Beschäftigung. Und aus dieser Falle müssen wir raus. Und ich denke, das wollen beide und wenn wir es gemeinsam wollen, denke ich, muss es auch endlich eine Chance geben, weil wir haben die Kinderbetreuung eingeführt die letzten 10, 15 Jahre. Die hat sich deutlich verbessert, als meine klein waren, gab es noch keine Krippen. Ich finde es genial, dass es die heute gibt. Es ist richtig, dass es die Frühförderung gibt und alles. Da hat Karin und André ja auch ganz, ganz lang dafür gekämpft. Und jetzt, denke ich, müssen wir den nächsten Schritt machen, dass wir die Arbeitszeit auch gleichmäßig verteilen und so, dass Familien dabei nicht am Krückstock gehen, wie jetzt nach Corona durch Homeschooling und alles, sondern wirklich die Arbeit auch da gleichmäßig verteilt wird. Und da ist die Kindergrundsicherung, um zu deiner eigentlichen Frage zurückzukommen, das Einzige, wie wir es auch finanzieren können. Weil sonst, also wenn ich mehr arbeiten muss, um meine Kinder mir leisten zu können, gleichzeitig Kinder immer mehr Geld kosten, ist das ein Absurdum, was nicht aufzulösen geht. Deshalb ist das Einzige über das Kindergeld, eine solide Kindergrundsicherung für die Familien zu haben, eine kostenfreie Bildung zu haben, ab der Krippe, das sind die Lösungen und anders geht's nicht. Aber es ist auch nur die SPD, die das will, das muss uns sehr klar sagen. Also vorhin wurde der Fahrgastbeirat zugeführt. Ihr könnt euch sicher sein, also ich kann euch Königstein, um mal eine der reichsten Städte, die es in Deutschland gibt, sagen, da muss die Krippe konsequent komplett von allen Eltern bezahlt werden. Da gibt es fast keine SPD mehr. Da zahlt ihr, da langt noch nicht mal das Einkommen einer geringfügigen Beschäftigten, um die Betreuungskosten zu bezahlen. Das ist die Realität leider Gottes. Und deshalb brauchen wir eine Kindergrundsicherung und eine starke SPD. Starke SPD, ich glaube, dem kann man fast nichts hinzuzufügen. Das Thema gute Arbeit, soziale Sicherheit ist natürlich ein Riesenthema. Das kann man in so einer kleinen Runde gar nicht angemessen bearbeiten. Es kann nur mosaikhaft sein. Deswegen kommen wir in der Runde auch schon fast ans Ende. Katrin, ich weiß, du hast dich immer schon sehr, sehr lange und sehr gerne auch für erneuerbare Energien eingesetzt. Und das wird gleich unser nächster Block sein, aber bevor wir dazu überleiten, als abschließende Frage an dich, Josh, ihr habt ja nun auch mit der Automobilindustrie einen entscheidenden Bereich bei euch, der hier enorm betroffen ist, wenn wir über Elektromobilität reden. Ich habe vorhin gesagt, wir müssen erstens an Geschwindigkeit zulegen, wir müssen das Ganze schneller machen und zweitens, wir müssen die Beschäftigten mitnehmen, weil es anders sonst scheitern wird. Was sind eure Ansätze dafür? Was möchtest du uns dafür mitgeben? Also im Prinzip hast du es auch schon erwähnt, ich habe vorhin oben im Philipp gesessen und habe gesagt, was soll ich noch alles sagen? Aber es ist tatsächlich, haben wir auch das Transformationskurzarbeitergeld, ist ja eine Sache, die IG Metall ins Spiel gebracht hat. Also zu sagen, wenn wir Betriebe haben, die aufgrund der Transformation in Schieflage geraten, was ja auch durchaus passieren kann, dann kann aber nicht der erste Schritt sein, dass ich sage, jetzt muss ich sofort irgendwie Leute entlassen und Massenentlassungen durchführen, so wie es jetzt zum Beispiel Continental macht, sondern dann muss ich gucken, dass ich die Leute so qualifiziere, dass ich meinen Betrieb, dass ich mein Unternehmen so restrukturieren kann, dass es zukunftsfähig ist. Und da muss ich alle mitnehmen und da wäre das Transfer-Kurzarbeitergeld natürlich eine gute Sache. Ebenso wie dass ich die Arbeitslosenversicherung ausbaue und da das Arbeitslosengeld Q mit reinhaue. Das ist eine Sache, wo ich sage, Qualifizierung ist wichtig,
Aber Qualifizierung ist eben nicht alles, sondern wir brauchen da eben, wie gesagt, auch die Leitplanken zu sagen, gerade fordert die Industrie sehr viel. Sie fordert sehr viel Milliardenunterstützung, zum Beispiel, wenn es darum geht, dass wir E-Ladesäulen einrichten und dass quasi Elektromobilität tatsächlich auch auf der Straße fliegt in Deutschland. Aber dann muss ich eben auch Sachen einfordern. Und dann, finde ich, kann es nicht sein, dass am Ende wir sitzen im Januar 2021 da und bekommen mit, dass Daimler, die gerade sagen, dass sie 7.000 Arbeitsplätze in Deutschland abbauen wollen, kommen eine Woche später raus und sagen, wir schütten jetzt irgendwie mal mehrere Milliarden an unsere Aktionäre aus. BMW kassiert sonst wie viel Kurzarbeitergeld und erzählt uns dann, dass sie 5.000 Beschäftigte abbauen wollen. Solche Sachen können nicht passieren und da muss ich auch sagen, da habe ich auch die ganz klare Anforderung an Politik zu sagen, wir verknüpfen solche Hilfen und solche Investitionshilfen, die ja auch notwendig sind, aber die verknüpfen wir dann auch mit ganz klaren Bedingungen. Es kann nicht sein, dass quasi nur die Profite privatisiert werden und die Verluste, die werden auf unserem Rücken ausgetragen. Das muss sich ändern und da brauchen wir auch eine Änderung der Wirtschaftspolitik. Ja, ich glaube, das können wir alle nur unterstreichen. Liebe Katrin, lieber Josch, ich danke euch an dieser Stelle.